Tag, ihr Menschen. Na, alles fluffig? Ja, hier gibt's jetzt ein seltsames Unboxing, das eigentlich als Ersatz dient für das, was Donnerstags eigentlich jetzt regelmäßig hätte kommen sollen, und zwar, Filmophilia. Aber ich habe im Moment keine Muße. Also jetzt wäre natürlich der zweite Film dran, der zweite Teil des triologischen Eposes, aber ich habe im Moment keine Muße dafür. Ist halt... Ja, so ist das. Ja, danke fürs Melden. Hier hat mir meine ehemalige Lebensgefährtin noch so Katzenfutter geschickt. Da waren wir noch, glücklich kann ich nicht sagen, aber... Da waren wir nur so gesehen noch zusammen, offiziell. Ja, so, da. Ja, das hat sich dann jetzt entledigt, ne? Ich bin wieder solo sozusagen. Bin aber froh im Moment, dass ich keine Frau an der Backe habe oder so. Keine Verpflichtung habe und so. Ich jetzt keinen Bock und keine Zeit und keine Nerven für. Außer sie würde saugut aussehen. So, jetzt hätten wir hier Holy Energy. Ja, da habe ich schon zeitlang Energy Drinks bestellt, beziehungsweise so Pülverchen. Also so, wie nennt man das? Proben, ne? Ja. Ja, waren ein paar coole Sachen dabei, aber mir ist das letztendlich zu teuer, obwohl, ja. Am Ende des Tages ist es eigentlich gar nicht so teuer und die scheinen auch cool zu sein und so. Manche Sachen haben gut geschmeckt, aber manche auch nicht so. Vor allem habe ich hier so Shaker. Ha, den habe ich gerade vor mir stehen. Da habe ich nämlich Eiskaffee mitgemischt. Ah, ist das lecker. Ja. Ja, das Geile ist, die schicken dann einem laufend E-Mails. Na, wie hat's da geschmeckt? Willst du nicht bewerten? Wir sind teuer. Hier haben wir eine neue Sorte. Ah, das nervt schon ein bisschen, ne? Naja, die müssen ja natürlich auch verkaufen. Und schlecht sind, finde ich die Produkte jetzt nicht. Also die habe ich besser als zum Beispiel, letztes Mal habe ich Rockstar getrunken. Habe ich echt gedacht, ich muss mich jetzt in die Klinik einweisen lassen, weil da ging es mir nicht so gut, ne? Das fand ich schon krass, was da so koffeinmäßig abging. Ja, da der Verschluss, der schraubt sich nicht so teuer, ist ja egal. So. An diesem Becher ist halt doof, man sieht kaum, wenn man da irgendwas einfüllt, wie viel Milliliter Liter sind das jetzt? Egal, Alter. Ja, Shakers da. Mhm. Ja, ist bepanthenfrei, natürlich. Und so weiter. Am besten hat mir hier noch geschmeckt, ich glaube, das war sogar hier das erste hier mit dieser Schlange Zitrus-Dingens. Das war ganz lecker. Aber der Rest, den fand ich irgendwie nicht so toll, ne? Ah gut, warum jetzt mit Filmophilia, warum geht das nicht weiter? Ja, wie ihr vielleicht wisst, ich habe einen ziemlich üblen Job. Ich bin Autopsierer und ja, das wissen die wenigsten. Hab da mit toten Leichen zu tun, die schon gestorben sind. Und da war jetzt eine Story, boah, die hängt mir so nach. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Ja, damit bin ich jetzt beschäftigt, ne? Das ist halt, ja. Und zwar war das jemand, die Story, habe ich dann halt erfahren, bevor die Auseinandernehmung war. Bei dem war halt so irgendwie so eine Psychose, irgendwas. Der hat irgendwie immer so, so am 17. Lebensjahr so ungefähr fing das an, dass der irgendwie dann morgens aufgewacht ist. Und seine Fußnägel waren lackiert, so bunt halt, ne? Und, er konnte halt nichts damit anfangen. Warum sind meine Fußnägel lackiert? Was soll der Scheiß? Ne? Und das, das hat ihn dann beschäftigt und, hat er dann auch irgendwann Lebensgefährtinnen gehabt. Die haben sich natürlich gedacht, warum hast du denn lackierte Fußnägel? Nee, dann haben die das auch mal abgemacht und so und... probiert und aber am nächsten Morgen waren die Dinger wieder lackiert. Das war auch so, dass das alle paar Tage waren irgendwie die Nägel anders lackiert und er hatte vor allem keinen Nagellack zu Hause. Das war ja auch das Krasse. Also hat er mal behauptet und so, ne? Das hat ihm natürlich keiner geglaubt. Die haben natürlich alle gedacht, boah, der hat einen Fetisch oder so. Das Ding ist übrigens cool hier, Sneak. Das ist ein schöner großer Behälter und die Geschmacksrichtung fand ich auch sehr cool. Obwohl die sehr chemisch geschmeckt haben, muss ich sagen. Aber da waren richtig geile dabei. Also da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir richtig gut geschmeckt. Aber ja, da muss man so eine Riesendose holen. Ich glaube, die kostet, keine Ahnung, 20 oder 40 Euro. Was war das? Nur 20 oder 30er oder irgendwie. Die sind halt gut, die langen dann halt auch für ein paar 50 Trinks oder so. Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht. Ja, muss ich halt...
Aber da waren richtig geile Sachen dabei. Ich glaube, der Blaubeer war cool und so. Das war schon, da waren leckere Sachen dabei. Ich schreie auf, wenn ich was Leckeres sehe. Ja, und die Schrift hält auch. Da ist cool gemacht. Da sind schon coole Sachen. Was haben wir hier? Das war Wassermelone, glaube ich, ne? Zero Sugar Neon Punch. Ja, ich muss sagen, also die haben ja schon am besten so geschmeckt. So. Die waren echt geil. Ja, ich glaube, das da war geil. Das waren das noch. Strawberry. Oh, naja. Egal. Es sind halt so Pilverchen und so weiter. Ja. Wenn man mal was anderes an Energy Drinks will, ohne Zucker und ne, so ist das ganz gut. Ja, auf jeden Fall, ne? Hat ihm das niemand geglaubt. Die haben halt gedacht, boah, der hat doch einen Fetisch irgendwas mit seinen Fußnägeln da. Und die haben das, glaube ich, auch mal probiert zu filmen, was er da nachts so treibt, aber da ist nichts passiert irgendwie. Und da hat man natürlich schon gedacht, ne, der will nicht, dass man dem auf die Schliche kommt oder so. Das war ganz krass und ja, das hat den mit der Zeit auch fertig gemacht. Also ich stelle mir das auch vor, niemand glaubt einem, man weiß nicht, warum sind die Fußnägel lackiert? Ich habe doch so Zeug, was geht ab? Purple Storm war geil. Was geht denn hier ab? Ich, ne, also, ja. Und ja, dann war es dann leider so, dass er, ja, kam eine Psychiatrie und so. Und ja, hat da nicht lange ausgehalten, ne, und ist dann halt bei uns hier gelandet. In der Psychiatrie hat man dann halt auch festgestellt, dass der halt, ne, gut, da hat man jetzt keine Kamera auf den Zimmer gehabt, aber der hat fast jeden Tag andere, anders lackierte Fußnägel gehabt und mal sein Zimmer durchsucht. Man hat auch ne, gewisse Körperöffnungen durchsucht und ja, man hat nicht herausgefunden, warum hat der fast da jeden Tag andere Fußnägel. Das war schon so ein Ding und man hat, ja, man hat da die übelsten, weil man hat da gedacht, so, der macht das absichtlich irgendwie. Ja. Dann hat er dann halt auf unserem Tisch gelegen, ne? Und der Tibi, also der von der Psychiatrie, hat mir dann noch erzählt, was da abging. Wir empfangen die Leichen dann ja, die Toten dann auch. Und manchmal werden uns da Storys dazu erzählt. Just Legends war auch cool, ne? Iced Coffee, da war eigentlich alles geil. Das wird mit Milch gemacht, das fand ich cool. Ich mag eh Milch, bin wieder auf Milchtrip hier, Eiskaffee und so. Das ist krass, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall hat derjenige das dann erzählt, den kenne ich auch aus der Psychiatrie. Und hat dann erzählt, was da abgeht, ja, was die Story dahinter war und also, dass derjenige dann halt so ein ziemlich beschissenes Leben hatte. Keiner hat ihm geglaubt und so weiter und so fort. Und ja, ich habe dann auch gedacht, fuck, ey, was soll man dazu sagen, ne? Hatten dann auf dem Tisch und natürlich, ne? Hat da gelegen, Schildchen am Fuß, an den lackierten Fußnägeln. Also, da sieht man das, da muss man auch schon so ein bisschen so einen Schmunzler wegdrücken, ne, so. Ja, jetzt hat er so ein Schildchen um seine lackierten Fußnägel. Was ist die Story? Ja, man überlegt halt, was geht da ab? Was ist das? Geschichten, die als Leben schreibt, man weiß halt nicht. Ja, ne, was soll man dazu sagen? Ja, bevor ich jetzt von der Autopsie erkläre, die Aufschluss darüber gab, warum das passiert ist, solltet ihr euch festhalten, das ist echt krass. So, hier ist noch so, habe ich mal so für Zucchini-Nudeln zu machen, ne? Ich habe mir genau einmal Zucchini-Nudeln damit gemacht und dann war es das. Die haben zwar saugut geschmeckt, also das hat mir echt gut geschmeckt, aber ja, Zucchinis, ne? Hätte ich mir dann irgendwie mal anpflanzen sollen in meinem Garten, habe ich dann aber verpeilt, ne? Ach, was soll's, ja. Ansonsten war das cool, aber ist so aufwendig. Ich habe im Moment auch gar keine Zeit, so ein bisschen zu kochen für mich und so. Kein Nerv dafür. Ich esse sau viel Scheiße im Moment. Auch dementsprechend natürlich zugenommen. Hier voll Schwangerschaftsbauch da hängen. Ekelhaft, ey. Ekelhaft. Ja, es ist im Moment auch nicht. Ich habe einen neuen Sattel geholt für mein Pedelec, weil ich fahre mit dem Ding jetzt zur Arbeit. Das sind halt ja 17, 18 Kilometer hin, dann dasselbe wieder zurück. Das macht echt Bock. Ich hatte zuerst so Bedenken, so ein Fahrrad zur Arbeit, da bist du kaputt, wenn du da ankommst, ich weiß nicht. Aber Gegenteil ist der Fall, man wird fitter, man ist entspannter,
Ist cool. Ich brauche dann zwar eine halbe Stunde länger für die Arbeit, für da hinzukommen und für da wegzukommen natürlich. Natürlich auch mehr Vorbereitungszeit, muss mich auch auf der Arbeit umziehen. Das ist am Tag bestimmt, ja, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Stunden mehr Aufwand mit dem Fahrrad da hinten. Ne? Aber ich finde, das lohnt sich. Das ist cool. Ja. Geht mir gut ab. Und hier habe ich neue Arbeitsschuhe, weil die anderen, die mir die von der Rentenversicherung, was weiß ich was, mit den genehmigten Einlegesohlen und so, ich kann das nicht mehr anziehen, das war so scheiße. Die hatte ich schon mal, die gibt es aber leider nicht mehr so. Die habe ich dann irgendwo aber im Shop noch gefunden und ja, die hatte ich jetzt 2 Tage an. Geil, das geht saugut ab. Natürlich muss man Unfallschuhe auch als Autopsierer anziehen, weil falls einem der Kopf auf den Fuß fällt oder so, ne, kann schnell passieren. Das ist wichtig. So, also ihr wollt natürlich jetzt auch die Story hören, ne? Warum das mit den Fußnägeln war? Ja, guckt's euch an, Gore-Tex und so. Lowa, ich liebe Lowa. Lowa machen saugute Schuhe, also mit denen habe ich saugute Erfahrung. Ja, die haben jetzt auch 130 Euro gekostet. Boah, das ist schon viel, aber was soll man machen? So, wie war das jetzt mit dem... Ah, hier habe ich mir noch Schläuche geholt für mein Fahrrad. Weil ich habe mit meinem Pedelec sehr oft einen Platten. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Zweierpacks sind, deswegen, weil die sau billig waren. Ich habe jetzt 15 Euro für die 3 Dinger bezahlt. War im Angebot. Wo ich nicht so begeistert bin von den Kontinentalen, aber egal. So, dann packe ich hier noch mein Tape-Deck aus, mein neues. Ah, da wollte ich eigentlich auch noch was drüber drehen, aber ja, ist im Moment auch sehr im Gebrauch. Weil ich mache meinen zweiten Channel, wo ich meine ganz, ganz alte Musik hochlade, aber darüber rede ich gar nicht, weil die echt sau schlecht ist. Also wenn ihr denkbar, ah, so schlecht ist das, nein, es ist noch schlechter. Es ist so übelst schlecht, dass ich das nie wieder erwähne. So, braucht doch gar nicht mehr hier so nachzufragen. ja, natürlich, die Autopsie ging dann vor, also na, hat natürlich dann das übliche Verfahren, wie man da vorgeht. Und mir ist dann halt so aufgefallen, so in der, da gab es halt so anatomische Ungereimtheiten. Er hatte einen sehr großen, sagen wir mal, ne, Hodensack. Da habe ich schon gedacht so, was hat's denn damit auf sich? Gucken wir mal nach. Und dann, ja, stellte sich heraus, warum er so alle paar Tage regelmäßig andere Fußnägel, also lackierte Fußnägel hatte. Weil wir haben dann einen eingewachsenen praktisch im Mutterleib wahrscheinlich schon mit rein verwachsen im Hodensack einen Zwilling gefunden, der, wie sich rausgestellt hat, mit 17 ein Kosmetik- also so eine Ausbildung zum Kosmetiker gemacht hat, weil wir haben dann auch das entsprechende Dokument eingeschweißt in so Folie noch bei ihm gefunden. Und der hat ihm dann wahrscheinlich, also seinem Zwilling, dem Träger praktisch, laufend seine Fußnägel lackiert. Wo ich dann, dass der das nicht gemerkt hat. Der hat da wahrscheinlich immer so gelebt mit dem und hat das gar nicht gewusst. Also der Verstorbene, der Zwilling ist dann natürlich auch gestorben, ne? Praktisch sein Wirt, also sein nährender Zwilling, der hat ja dann, der ist ja dann tot und dann stirbt er ja dann auch, ne? Ja, weil der andere, der hatte dann halt keine, der hatte ja auch keine Füße gehabt, sondern das war so irgendwie so, ja, aber wie der dann da rausgekommen, der hat wahrscheinlich dann den Hodensack so deformiert, deswegen hat er wahrscheinlich auch so komisch ausgesehen und ist dann laufend nachts zu den Füßen hingekrabbelt und hat dem das die Fußnägel lackiert. Und natürlich haben wir dann auch die entsprechenden Accessoires bei ihm gefunden in der Tasche. Und ja, und da waren dann halt die Sachen, ne? Die Nagellack und so. Nagellackentferner und die ganzen Dingern. Er hatte auch Wimpern, so falsche Wimpern dabei. Aber da hatten wir jetzt keine Hinweise, dass da nachts irgendwie irgendwo falsche Wimpern aufgeklebt wurden. Aber naja, so sieht man mal, wie das läuft, ne, im Leben. Also man findet für alles eine Erklärung, ne? Ich hoffe, ihr nehmt diese Geschichte jetzt mit in euer Leben und
denkt so, auch wenn ihr da irgendwie so ungewöhnliche Ereignisse habt, oh, es gibt für alles eine Erklärung. Auch wenn sie so ein bisschen ungewöhnlicher ist, aber das gibt's auf jeden Fall. Ja, das war so das Ding, ne? Mit dem armen Menschen da, der dann halt, ne, so darunter gelitten hat, dass er alle paar Tage neu lackierte Fußnägel hatte. Das war sein böser Zwilling im Hoden. Ja, ja, das ich finde das tragisch, ne? Das ist, ja, ging mir schon etwas näher. Ja. So, hier haben wir dann das Tape-Deck. Ich muss sagen, das sieht schon sehr billig aus. Also, wie ich das ausgepackt habe, habe ich so gedacht, boah, wenn das so klingt, wie es aussieht, es ist irgendwie, naja, sieht irgendwie nicht so gut verarbeitet aus. Die Fächer lassen sich irgendwie, die sind so, so unnach, also da muss man schon ein bisschen drücken, damit die wieder zugehen und so. Sie gehen aber langsam auf. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber ich habe es dann getestet und habe dann gemerkt, das klingt gar nicht so schlecht. Das war ja auch, ich habe mir ja vorher das Video angeguckt dazu, wo so ein Experte darüber redet. Ja, ein Experte, ne? Also einer, der sich damit auskennt und dann gemeint hat, das ist gar nicht so schlecht. Da gibt es ja auch das Tascam. Das ist, glaube ich, die billige Version von einem anderen Tascam. Und das ist gar nicht schlecht. Also, ja, gut, der Preis. Ja gut, man hat keine Auswahl, ne? Wenn man ein relativ cooles Tape-Deck haben will, dann sollte, ja, dann ist das so eine gute Wahl, wenn man ein neues haben will, mit Garantie und so. Ohne das dann, da muss man ja bei den Alten, muss man dann alles Mögliche neu machen und so weiter und so fort. Ja, so ist das. Gut, aber da werde ich vielleicht noch genauer drüber reden. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und, wann es mit Filmophilia weitergeht, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, ich bin im Moment beschäftigt. Auch mit mir selbst. So, gut, bis dann. Tschüss.